Aus Sachsen-Anhalt sind sie nach Cuxhaven gekommen, die Feriengäste und der Feriengast, um sich im Urlaub hier am Nordseestrand zu sonnen. Aber leider haben sie das Wasser verpasst. Wo ist denn nur das Wasser? Was ist denn hier los? So stehen sie am Strand und verzweifeln schon. Es kommt zurück, sage ich, ein paar Stunden bloß, und es entsteht eine lebhafte Diskussion. Eine lebhafte Diskussion. Regelmäßig ist das Wasser weg an diesem Meer, und ich erklärte ihnen Ebbe und Flut. Gerade deshalb kommen viele Urlauber her, die erfreuen sich am Watt und finden es gut. Doch sie schütteln nur den Kopf und bleiben dabei. Das interessiert uns nicht. Das Wasser ist weg. Euer Watt ist uns vollkommen einerlei. Dieser Urlaub, der hat für uns deshalb keinen Zweck. Dieser Urlaub, der hat keinen Zweck. Fahren wir doch lieber zur Ostsee. Vor der Wende waren wir dort jedes Jahr. Das war für uns möglich und das machte für uns Sinn. An der Ostsee ist das Wasser schließlich immer da. Dann fahrt doch zur Ostsee, wie früher jedes Jahr, gaben wir zur Antwort und fügten noch an. In jedem Baggersee ist doch das Wasser auch immer da. Was ist denn schon Besonderes daran? Ja, was ist denn schon Besonderes daran? An unserem Nordseestrand ist immer mal das Wasser weg. Das Wasser weg. Was die Nordsee hat, probiert mal in der Ostsee aus. Versucht mal in der Ostsee auf den Meeresgrund zu gehen. Unter Wasser findet ihr dann sehr schnell heraus, so ein Spaziergang ist ein echtes Problem. Ein unlösbares Problem. An unserem Nordseestrand ist immer mal das Wasser weg. Das Wasser weg. Ja, das Wasser weg. An unserem Nordseestrand ist immer mal das Wasser weg.